Erstens möchte ich natürlich das Team des Frobenius Instituts und der Goethe Uni danken. Es ist für mich eine echte Ehre und eine Vergnügen, erst hier als Student und heute als Nachwuchswissenschaftler eine Rede zu halten. Bei meiner Rede geht es um Architektur und Denkmalschutz, also Heritage, weil ich werde über die hausliche Architektur des Lambast, eine Volksgruppe Nordtogos, die zu der Gur-Gruppe gehören. Erstens werde ich mich mit der Beziehung zwischen den überlieferten Lehmhauser-Modell der Lambas und der verschiedenen Eigenschaften der Lamba-Gesellschaft beschäftigen. Danach werden wir ein bisschen mehr dem Bauprozess eines Hauses näher einblicken. Und ich werde insbesondere über die religiöse und soziale Dynamiken des Ausbaus sprechen. Zum Schluss werden wir die Veränderungen des Lambas-Hausmodells ermitteln und in Beziehung zu verschiedenen Faktoren von sozialen Veränderungen analysieren. Als Methodologie das ist mehr oder weniger die Lamba-Gebiet in Nordtogo. Als Methodologie habe ich natürlich teilnehmende Beobachtung gemacht. Ich war 5 Monate in Nordtogo und ich habe also natürlich viele Interviews etc. gemacht. Also, jetzt über die Lamba-Architektur in der Lamba-Gesellschaft. Die Lamba wohnen ursprünglich in die Berge und sie wurden am Ende des 19. Jahrhunderts nahe das Flachland umgezogen, weil also in dieser Zeit Flachland war nicht so sicher wegen Kolonialisierung und Sklaverei. Und ich habe mich insbesondere auf die Studie dieser Lamba des Tals, also diese neue Stadt im Flachland und insbesondere in der Stadt Kante, also hier kann man sehen in der Karte, und in der Umgebung von dieser Stadt beschäftigen. Wenn man sich wirklich an Lambas Gehöft genauer einblickt, merkt man, dass die Grenze der Agrartechnik der Lamba und die politische Organisation in große Familie und in Abstammung und auch der Bedarf nach Verteidigungen eine große Rolle bei der Konzipierung und der Form der Wohnung gehabt haben und haben im Allgemeinen eine verstreute Organisation der Siedlungen bevorzugt. Bei einem Haus geht es eigentlich um eine Patrifamilie und sein Haus und seine Felder. Das heißt, dass also eine Lineage kann viel Quadratmeter über sich, also tut mir leid, eine Lineage kann sich über viele Quadratkilometer verstreuten und kann also eine breite Masse an Land besitzen. Und die Verfügbarkeit von Ressourcen, die der Rang des Ausehren in der politischen Organisation der Lamba, die Größe seiner Familie zum Beispiel, sind auch also wichtige Elemente, die eine Rolle bei der Gestalt einer Wohnung spielen. Aber das Wichtigste ist, dass das Lehmhaus ist aber auch ein Spiegel der sozialen, politischen und familiären Ordnung. Das heißt, dass die männlichen Räume und Elemente des Hauses liegen im Zentrum des Gebäudes, während die weiblichen Gegenstücke sind vom Zentrum entfernt, wenn nicht sogar versteckt. Das Haus des Männers zum Beispiel, also das Haus im Allgemeinen ist der Besitz des Männers und sie heißt also das große Haus, das kann man hier sehen, und die besondere Zimmer, das besonders Zimmer, also insbesondere das Zimmer der Mann, ist rechteckig und ist das einzige Zimmer, der eigentlich in der Wohnung rechteckig ist. Und man kann sie hier sehen und auch hier sehen. Also alle die anderen Gebäude, die normalen Gebäude und auch das Zimmer der Frau sind rund. Man merkt auch, dass die wichtigsten religiösen Bestandteile der Architektur, als zum Beispiel die Speichern, sind die männlichen Speichern und liegen im Zentrum des Hauses, wie hier zum Beispiel. Und dann also schon aufgrund dieser räumlichen Orientierung lässt sich erkennen, dass das Haus als Eigentum des Manns gilt. Und die Prinzipien das Haus gilt hauptsächlich als Lebensort einer Patrilinie und auch als deren Verkörperung. Das heißt, dass also
Die Prinzipien des Landesbesitzes stützen sich demnach an der patrilokalen Ehe, wobei die Ahnen der Familie als Zeugen gelten, die das Grundvermögen gewährleisten. Sie sind die Voraussetzungen, die das Land bewohnbar machen, die in der Mitte der Häuser an den Speicher platziert werden, um unter anderem das Haus gegen Unglücksfälle zu schützen. Diese Rolle der Ahnen im häuslichen Leben dienen als Metaphor des Prinzip der Ureinwohner. Eine Lamba besitzt ein Grundstück, tut mir leid, im Namen seiner Ahnen. Diese komplizierte Beziehung zu den Ahnen reguliert man durch Opfer, Wahrsagen und verschiedene Riten und Festen. Diese Prinzip spielt zudem eine wichtige Rolle beim Bauprozess, und das werden wir jetzt genauer anschauen. Da die Konstruktion der Lamba-Häuser ist ein wichtiger Moment in das Leben eines Manns, bei der verschiedene Riten reguliert werden, welche fast immer von den Maurern, also das heißt der Erstellern des Hauses, ausgeführt werden. Der Maurer hat nämlich eine wichtige Rolle als Pfarrmann sowie als religiöses Oberhaupt durch den Bauprozess. Und hier sieht man zum Beispiel einen Bauprozess, das ich in Togo gefilmt habe. Und natürlich, vor dem Bau fragt man zu einem Wahrsager, ob das Grundstück, der ausgewählt würde, für die Ahnen passend ist. Während der Bau dankt der Maurer und seine Ahnen, aber auch die Ahnen seiner Kunde für ihren Schutz am Anfang und am Ende der Bauarbeiten. Das heißt also, dass die Ahnen und die Riten, die eine Verbindung zu der Ahnen, immer präsent beim Ausbau sind. Die Lehmhäuser werden somit gemäß des Prinzips der gegenseitigen Hilfe gebaut. Das heißt, dass also in die Video können Sie sehen, dass also es gibt immer viele verschiedene Männer, also junge Leute, aber auch also Experte Maurern wie Baro. Er war mein Meister eigentlich. Und naja, die Lehmhäuser werden somit gemäß dieses Prinzip der gegenseitigen Hilfe. Das heißt, dass man baut eigentlich ein Haus dank seiner Familie und seiner Patrilinie. Es gibt dann einen Konsens zum Ausbau und die Ahnen, die bei der Hausbau mobilisiert sind, sind die gemeinsamen Ahnen einer Familie. Und diese Rolle der Ancestern wollte ich mich in meinem Master genauer anschauen. Also das ist nur, um wirklich so ein schönes Bild zu zeigen. Das ist ein Bau eines Speicher, der auch ein bisschen anders, weil der Speicher, als ich gesagt habe, ist auch der Sitz der Familien Hannen und ist also ein wichtiger Bestandteil des Hauses. Aber der Bau eines Hauses ist nämlich prekär und ist prekär wegen seiner Materialien, das heißt wegen der Erde. Ohne Instandhaltung reißt ein Lehmhaus schnell ein. Und die Qualität und Regularität der Instandhaltung hängt eigentlich von deinem Lineage, von deinem Freund und deiner Familie, weil sie sind die werden dir dazu helfen, dein Haus instand zu halten. Die Ahnen, also die Familienahnen, weil also normalerweise diese Leute, die dir helfen werden, gehören auch zu deiner Familie, gehören dann zu deiner Familie und dann du teilst mit ihnen die gleiche Ahnen. Also diese Ahnen spielen dann diese Rolle von Mediation zwischen verschiedenen Akteuren und Individuen, zwischen den verschiedenen Männern einer Familie, aber auch zwischen die Natur, die Umgebung und gilt auch als eine soziale Antwort zu einer materiellen Prekarität. Das heißt, dass also die Ahnen sind die dir gewährleisten, einen Land zu besitzen und in einem Land, also die das Land bewohnbar machen. Keine Wunder dann, dass die Ahnen als Mittelmann beim Ausbau stark präsent sind. Zum Beispiel, wie gesagt, die Lamba-Maurer erwerben ihre Fähigkeiten des Lehmausbau durch eine Lehre. Und diese Lehre wird bei den Lamba als die Vermittlung einer besonderen Gabe betrachtet, die durch die Familienahnen an die jüngeren Generationen übermittelt wurde und nur durch eine Patrilinie. Aber man sieht dann genau, dass Ahnen auch eine Rolle bei dem Bauprozess spielen. Sie wählen das Grundstück aus, sie sichern die Bauarbeiten, sie schützen den jungen Ehepaar, etc. etc. Und meine Frage ist dann, also hier sieht man eine Reunion nach einer Bauarbeit, in der man natürlich
trinkt und feiert mit allen seinen Verwandten. Und meine Frage ist aber, warum und wie verändert sich alles? Das war meine große Frage, meine große Problematik. Und meine Analyse ist das, also um wirklich meine Analyse zu geben, muss ich auch ein bisschen mehr der Kontext Togo und der Kontext, also der Wirtschaft in Togo ein bisschen besser veranschaulichen. Und man muss verstehen, dass im ruralen Gebiet in Togo man hat nur wenige wirtschaftliche Opportunität und das Fehlen für die Lamba und die wirklich in einem sehr ruralen Gebiet, es gibt keine Agglomeration, keine Metropole, eine wirtschaftliche Opportunität ist eine Folge dieser zentralisierten Konzipierung der togolesischen Stadt, das man eigentlich in vielen ehemaligen französischen Kolonien finden kann. Und die seltenen ökonomischen Möglichkeiten bei den Anhängern der, also tut mir leid, und die seltenen ökonomischen Möglichkeiten werden bei den Anhängern der an der Macht stehenden Partei monopolisiert. Das heißt, dass aufgrund dieser Schwierigkeit haben sich viele Lamba nach Südtogo oder ins Ausland mobilisiert. Aber diese Straßen, bei denen sie immigriert haben, sind auch dieselben Straßen, aber Handelsweg, entlang deren industrielle Baumaterialien seit der 70er kommerzialisiert werden und bis nach die Kampagne und das Land erlangen könnten. Diese Materialien werden zuvor aus dem Ausland importiert, werden aber heute teilweise auch in Togo produziert. Die Produktion ist aber trotzdem bei ausländischen Unternehmen in Kollaboration mit Anhängern des Regimes steuert. Das heißt, dass die Lamba-Migranten behalten dann eine starke Beziehung zu ihren Heimatdörfern, da die Bewahrung ihres familiären Erbes mit dem Landbesitz durch Spenden der Familie aufrecht erhalten wird. Und um diese ständigen Spenden zu vermeiden, weil also die Beziehung zwischen den Leuten ist auch durch eine, also diese ständige Spenden garantiert und gewährleistet, haben dann viele Lamba-Migranten daran Interesse, Betonhäuser zu bauen. Warum Beton dann? Weil also erlaubt die Beton den Bedarf an Komfort und Nachhaltigkeit ohne Instandhaltung zu gewährleisten, aber er erlaubt auch die Migranten, ihren Landbesitz nicht nur auf die Anerkennung seiner Verwandten zu berühren. Und das ist das Wichtigste, weil also langsam haben, also weil die Idee ist, dass im Allgemeinen die durch diese Betonhäuser, die mehr nachhaltig und durch die Zeit ohne Instandhaltung in einem Platz oder in einem Grundstück bleiben werden, können eigentlich die Migranten ohne Spenden und ohne also Instandhaltung ihrer Beziehung zu ihren Verwandten weiter ihre Besitz an einem Grundstück gewährleisten. Aber langsam hat diese Tendenz auch die Einwohner, die Lamba-Einwohner des Nordens und beeinflusst. Und jetzt versuchen mehr und mehr ruralen Lamba dieses neuartige Hausmodell zu imitieren und nachzubauen, weil der Preis dieser Häuser ist nämlich mit der heutigen Diversität an Erstellern von Baumaterialien wettbewerbsfähig geworden. Gleichzeitig aber auch also neue rurale wirtschaftliche Möglichkeiten, ein Teil der Lamba von Conte erlaubt, Betonhäuser zu bauen. Ich denke zum Beispiel an die öffentlichen Dienstleister, Viehzüchter, Taxifahrer. Und diese Phänomene konzentriert sich besonders auf die große Straße, wie die nationale Autobahn, das Sie hier sehen. Diese kleine Elite nutzt eigentlich diese Gelegenheit, um Land zu kaufen oder Familiengrundstücke als legalen Besitz zu betrachten. Das ist eine neue legale Möglichkeit, die aber nicht billig ist. Und diese Möglichkeit hat die Beziehung zu Landbesitz komplett verändert. Ein Haus in Beton zu bauen, stellt deshalb eine Garantie für den Besitz der Grundstücke und ist ein Weg, sich von seiner Familie und die Beziehung zu seiner Familie zu emanzipieren. Deshalb bildet das Beton auch ein Modell für so viele Lamba, dass sie einer Vielzahl von Personen, Frauen, Brüder, die nicht jüngere oder älteste sind und die die schlechteste Position in einer Patrilinie oder in einer Familie haben,
erlaubt, auf den Landbesitz zuzugreifen, sofern sie natürlich die finanziellen Mittel haben. Mit der Verschwendung dieser Prinzip verschwindet auch ein großes Teil der räumlichen Kultur der Lamba und auch der Bedarf an religiöser Praxis als soziale Institution. Und was ich dazu gemeint ist, dass man sieht genau, dass das Haus und die Architektur im Allgemeinen sowohl also eine Agency als auch eine Agent bildet. Das heißt, dass also ein Haus oder eine Architektur kann sowie eine Agent des Wandels als eine Agent des Konservatismus sein. Und hier in meinem besonderen Beispiel sieht man, dass die Lehmhäuser werden dann verändert, um sich den neuen ideellen Modelle von den Diaspora zu nähern. Und diese Veränderungen führen aber auch zu neuen Nutzungen ein, die sich weiter von dem überlieferten Lehmhausmodell entfernen. Und die Antwort zu der Frage, warum so viele Togolese Betonhäuser lieben, liegt am Ende vielleicht nicht nicht an der sogenannten Globalisierung, aber vielleicht vielmehr an der Struktur der togolesischen Gesellschaft.